Servus, heute mit einem besonderen Einblick und zwar mit dem Trainer, der es geschafft hat, den ersten FC Saarbrücken gegen den Sieg gegen die Bayern zu führen im DFB-Pokal. Hallo Rüdiger. Hallo. Rüdiger, was hat diese Mannschaft gerade nach diesen Downlights zuvor denn so stark gemacht, hier Bayern einfach mal so wegzufegen? Gut, sind einige Sachen zusammengekommen an dem Tag. Ich glaube schon das Bewusstsein, dass wir schon eine gute Qualität haben. Und natürlich muss man auch dazu sagen, dass Bayern München jetzt nicht den besten Tag hatte. Aber trotzdem glaube einfach dieser Glaube auch an die eigene Stärke und das Gefühl, die ersten Minuten auch, ja, im Matchplan kann halt schon funktionieren. Und am Ende, das natürlich so ausgegangen ist, mit Sicherheit auch ein bisschen Glück dabei. Aber wenn man das Spiel über 96 Minuten gesehen hat, glaube ich, gar nicht so unverdient auch das Spiel gewonnen zu haben. Danach kam Frankfurt und der nächste Sieg. Wie geht das? Da war, glaube ich, gar nicht so überraschend, so wie der Spielverlauf war und wer das alles gesehen hat, weil wir da einfach die bessere Mannschaft waren. Und da hat mit Sicherheit auch das Bayern-Spiel eine Rolle gespielt, wo man sagt, ja, dieser Glaube, wir können gegen eine gute, richtig gute Mannschaft auch gewinnen, eine Überzeugung einfach an den Tag gelegt, die Mannschaft. Und ich glaube, da wirklich ein total gelungener Abend gehabt, wo wir gegen den Bundesliga-Verein besser waren. Wenn wir jetzt mal in die Zeit gehen vor das Bayern-Spiel. Ihr seid im Keller der dritten Liga gelandet. Was hat dich so stark gemacht, diese Phase zu durchstehen und dann anschließend die Bayern mal so vom Platz zu fegen? Ja, ich glaube schon so Vertrauen in die eigene Stärke von der Mannschaft. Für mich persönlich, klar, den Rückhalt, den man dann auch in der Familie spürt, Rückhalt, den man im Verein auch spürt, großes Vertrauen und dann einfach auch, ja, am Ende geht es auch für mich darum, eine gewisse Gelassenheit zu haben. Am Ende geht es um Fußball, das Schönste, was es gibt. Und es geht nicht um Leben und Tod, sondern eine schöne Sache. Und das einfach auch immer von Tag zu Tag auch zu genießen. Wie gehst du mit all dieser Kritik um, die natürlich nicht nur von Fans, die aus der Presse kommen, die sicherlich auch aus eigenen Reihen, aus dem Team, aus der Mannschaft kommen. Wie kannst du das verarbeiten, wegstecken? Muss man einfach. Es ist irgendwo eine gewisse Resilienz. Und am Ende sage ich auch immer, Augen auf bei der Berufswahl. Man muss es ja nicht machen. Ich mache das gerne, mit Leidenschaft, Tag für Tag. Und es gibt schöne Tage, wie es gegen Bayern München war, wie es gegen Frankfurt war. Und genauso gibt es halt auch Tage, die nicht so schön sind, wenn wir verlieren, wenn Kritik kommt. Aber muss man, glaube ich, beide Seiten der Medaille einfach auch so nehmen, wie sie sind und auch verarbeiten und wegstecken. Wenn das Jahr 24 rum ist, was möchtest du dann sagen über dieses Jahr? Wir haben viel investiert, alles gemacht, was in uns steckt und haben die Früchte dann geerntet. Dein Erfolgsrezept als Trainer? Ja, eine gewisse Gelassenheit wirklich an die Spieler auch weiterzugeben. Nicht verkrampft zu sein, sondern die Freude einfach am Fußball zu haben in jeder Situation. Und da einfach nie aufzugeben, nicht aufzugeben, wegzustecken alles, alle Gegentore, alle Niederlagen und immer wieder nach vorne zu gucken. Danke, Rüdiger. Gerne.